Und für uns in Helsinki ist Steffen Schwarzkopf. Steffen, in Europa blicken viele sorgenvoll auf den Gipfel. Donald Trump selbst, der hat ja versucht, im Vorfeld die Erwartungen zu senken. Man sitzt jetzt zusammen. Womit können wir denn rechnen? 90 Minuten sitzen die beiden Männer zusammen. Donald Trump hat hier gerade gesagt, dass man über Handel, über Militär, über Nuklearwaffen und über China sprechen würde und hat dann noch einmal das Thema Nuklearwaffen betont, hat gesagt, beide Länder verfügen gemeinsam über 90% der atomaren Waffen weltweit. Also da geht es auch um das Thema Abrüstung. Vielleicht ganz interessant, wie die beiden Männer aufeinander getroffen sind. Vor der Kamera hat es überhaupt gar kein Handshake gegeben zur Begrüßung. Nach den beiden Eröffnungssätzen, da hat es ein sehr, sehr kurzes Handshake zwischen beiden gegeben. Also ich glaube, beide fokussiert, beide auch ein wenig angespannt. Das konnte man zumindest aus den Bildern herauslesen. Jetzt anderthalb Stunden sitzen sie unter vier Augen zusammen. Dann kommen auch die Außenminister, die auch persönlichen Berater der beiden, die Sicherheitsberater dazu. Und dann in jetzt gut zweieinhalb Stunden soll es eine Pressekonferenz geben mit möglicherweise Ergebnissen oder Abmachungen, was die beiden denn miteinander besprochen haben. Und wir verfolgen das natürlich weiter. Vielen Dank für den Moment.